Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Ich habe vor kurzem ein Kurzvideo rausgebracht, wie ich habe mein Brot 36 Stunden reifen lassen. Und ich habe geschrieben, wann kommt das Rezept, ob überhaupt kommt das Rezept. Und ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich werde das aufnehmen. Ich habe es versucht und habe es gemacht. Und mein Brot heute war sogar 40 Stunden, bis das ja fertig gebacken wurde. So sieht er aus. Leider ist er mich heute wirklich so hier geplatzt, weil beim ersten Mal habe ich mein Brot nicht umgedreht. Ich habe ihn auf dem Papier gemacht und so mit Papier in den Topf reingemacht und so gebacken. Heute habe ich ihn so wie rustikales Brot umgedreht und dieser Verschluss, was unten ist, nach oben gegangen. Ja? Hier unten alles schön gut. Aber oben jetzt habe ich diese Risse. Ist auch nicht schlimm. Es sind nur dann die Scheiben so ungleichmäßig sind. Aber im Geschmack ändert sie sich nichts. So sieht unser Brot aus. Ist nicht pappweich oder so, aber es ist schon schönes Brot. Eigentlich es ist natürlich kein Hexenwerk, Brot selber zu backen. Ja, es braucht man Geduld, Zeit und Liebe. Viel Spaß beim Video anschauen. Wenn wir möchten ein Brot backen und Teig anstellen auf so eine längere Zeit, müssen wir uns dann so ausrechnen, wann wollen wir unser Brot backen. Frühs oder abends? Ich mag es dann nicht erst früh backen, weil Vormittag habe ich Zeit. Wenn ihr habt ihr dann abends, dann musst ihr irgendwie das Zeitverschiebung nehmen. Deswegen jetzt so um 20 Uhr abend stelle ich mein erstes Einstellgut, dass er sich aktiviert. Jetzt mein Einstellgut steht im Kühlschrank, er ist sehr kalt. Habe ich jetzt ihn rausgenommen und ich habe eins, es ist Dinkelmehl. Und andere ist Roggenmehl, so normal. Und wenn ihr jetzt anschaut, könnt ihr sehen, Unterschied, es ist dunkler und die ist dann etwas heller. Es kann man den Dinkel- oder Vollkornweizenmehl kann man auch machen, Einstellgut, genauso wie mit den Roggen. Und heute nehme ich dann auch Dinkel-Einstellgut, weil ich habe euch mal kleine Shorts reingestellt, wo ich habe mein Brot gezeigt und den habe ich gemacht mit in diese Dinkel-Einstellgut. So, erstmal abends heute machen wir nur sozusagen, dass wir unsere Einstellgut aktivieren lassen und dafür habe ich ganz einfach genommen, ohne Wiegen, 2 Esslöffel Mehl, 2 Esslöffel Zimmertemperatur Wasser und nur 1 Esslöffel von dem Einstellgut. Und es jetzt, schaut ihr, könnt ihr bestimmt das hören. So, so ein schöner großer Löffel. Und einfach das alles gut verrühren und lasse hier bei Zimmertemperatur in meiner Küche, bei mir ist auch wirklich nicht so warm. Und wenn es so fest ist, da gebe ich lieber noch halber Esslöffel Wasser. Nicht viel. Dass der Teig etwas so feucht ist, nicht zu fest. Ja, es passiert, wenn mal Mehl nimmt mit so einem gehäuften Löffel und Wasser nimmt man dann so glatt, dann ist das so. Kann man natürlich auch abwiegen, aber so geht es auch. So, jetzt haben wir das. Mache jetzt mein Schüssel etwas sauber und alles hier in die Mitte. Deckel drauf und 12 Stunden einfach bei Zimmertemperatur stehen lassen. Ich stelle es nicht in den Kühlschrank. In meine Küche hier ungefähr nur 20, 21 Grad. So, wir sehen uns morgen früh. Und bevor ich jetzt mein
ein Stellgut. Wieder zurück in den Kühlschrank stellen, gebe ich erstmal einen Esslöffel von dem Mehl zum Anfüttern und einen Esslöffel Wasser. Und den Brot kann man natürlich nicht nur unbedingt mit dem Dinkel-Einstellgut machen. Es kann man auch mit dem Roggenmehl machen. Das spielt keine Rolle. Den Deckel lege ich nur einfach so drauf. Mehr nicht. Und stelle gleich sofort in den Kühlschrank. So, am nächsten Morgen machen wir es weiter. Unser Teig war ganze Nacht hier auf dem Tisch. Und vor sich hier gegärt. Die Milchbakterien haben sie ihre Sache weitergemacht. Schaut ihr. Ich hoffe, ihr könnt das hören, wie die Bläschen platzen und unser Teig so zischt. Und jetzt machen wir es weiter. Ich habe zwei gleiche Schüssel und wollte euch zeigen, dass ungefähr von diesem Teig, erste Teig wird ungefähr zwischen 85 und 100 Gramm. Es kommt darauf, wie voll der Löffel mit dem Mehl wird. Das ist jetzt genau diese Schüssel, es steht auf 0 und jetzt stellen wir den und sehen, wir haben so 97 Gramm, ja, ein paar Gramm hier noch auf dem Löffel, knappe 100 Gramm. Und ich werde jetzt nicht komplette Teig machen, sondern werde diese mein bisschen jetzt entstehende Sauerteig weiter anfüttern. So habe ich mein Brot gemacht, was ich euch schwarz gezeigt. Und so möchte ich gerne euch es weitergeben, wie ich es weitergemacht habe. So, ich stelle wieder auf 0 und gebe davon jetzt 150 Milliliter Wasser oder Gramm. Ich habe alles in Gramm gemacht. Und dann gebe ich 150 Gramm von den 550er Mehl. So, haben wir jetzt 300. Und 50 Gramm gebe ich von meinem Dinkel-Vollkornmehl. So, 350 brauchen wir jetzt. So, haben wir jetzt 350. 100 Gramm unserer Sauerteig, 200 Gramm Mehl und 150 Gramm Wasser. Das werden wir jetzt alles gut verrühren und lassen wir weitere 12 Stunden stehen. So, gut verrühren, dass kein Mehl irgendwo noch ist. Wieder zudecken und stelle nicht direkt auf die Sonne hier vor dem Fenster, sondern stelle etwas weg, aber nicht warm und nicht kalt. Einfach bei Zimmertemperatur. 12 Stunden. Sehen wir uns abends. Es sind noch 4 Stunden, bis zum wir Teig dann noch weiter verarbeiten. Ich habe aber in meinem ersten Testbrot Haferflocken reingemacht. Und die Haferflocken erstmal ein paar Stunden habe ich anweichen lassen im Kefir. Den Kefir habe ich jetzt abgesiebt. Er hätte vielleicht noch einen Tag gestanden, ist noch nicht richtig dick. Aber den Kefir kann man setzen auch mit Joghurt oder mit Buttermilch. Könnt ihr auch es nehmen und werden wir das einweichen. Es kann man natürlich Brot machen auch mit Körner. Könnt ihr auch Körner reinmischen. Musst ihr dann nur dann Flüssigkeit anpassen. So, ich verrühre erstmal den Haferflocken, weil mir gefällt so eine Mischung mir im Brot. Und dann auch mit Joghurt oder Kefir. Und weil ich mein eigenes Kefir mache, dann habe ich auch immer Kefir und muss ich ihn auch verbrauchen. Und dann verbrauche ich ihn so eine Sache, wenn ich es in den Teig reinmache. So, es ist jetzt 8 Uhr abends, sind 24 Stunden vergangen. Und liebe Freunde, wenn bei euch im Zimmer warm ist und ihr merkt, dass euer Teig zu schnell hochgeht, könnt ihr auf die Hälfte von der Zeit auch in den Kühlschrank stellen. Weil im Sommer zum Beispiel, es wird es sehr warm, dann wird es drüber gehen und wenn der Teig wird aufgehen,
und dann ohne eure Hilfe einfach runterfällt, wird er säuerlich, wird er brotsauer auch schmecken. Deswegen muss man aufpassen. Ich habe jetzt für 2 letzte Stunden in den Kühlschrank gestellt, weil ich habe gesehen, dass mein Schüssel langsam wird schon voll. Das möchte ich gerne euch diesen Tipp geben, dass ihr passt auf, wenn es zu warm wird, dass er euch nicht übersäuert. Und jetzt machen wir unseren Teig schon fertig für unser Brot. Ich werde es jetzt in die Maschine machen. Deswegen gebe ich jetzt alles in meine Maschine rein. Nehmen wir unseren Sauerteig und wir können das wiegen. Das ist die gleiche Schüssel, wie ich gesagt habe. Und dann stellen wir den. Und da habe ich 440 Gramm von dem Sauerteig. So, jetzt gebe ich Sauerteig rein. Schaut, wie es aufgegangen ist. Schön zieht sich und schön luftig. Machen wir alles. Und ich gebe schon vorbereitete Wasser hier rein und wasche meine Schüssel von restlichen Sauerteig ab. Wenn wir unserer Teig wirklich viel Zeit geben, brauchen wir auch nicht mal ein Krümel Hefe. Wenn ich es zum Beispiel mache, nur so 12 Stunden aufgehen lassen und Teig machen und backen, dann gebe ich gerne so mal 2 oder 1 Gramm von der Hefe, dass es ein bisschen so luftiger wird. Aber diesmal, mein Test hat wirklich gut gezeigt und es war ein wunderbares Brot. Dann angeweichte Haferflocken. Für die Süße gebe ich gerne mal Honig und Honig gibt auch eine schöne Kruste. Gebe dann 1 Teelöffel und Honig hilft auch unserer Milchbakterien besser zu arbeiten. Salz, für diese Mähne könnt ihr ruhig so 2, was kann man sagen, gehäufte Teelöffel von Salz geben, sonst dann Brot schmeckt nicht so gut, wenn es nicht so salzig ist. Und da hatte ich noch Reste, genau so ein gehäufte Teelöffel von Backmalz oder kann man auch Brotgewürze reinmachen, wenn ihr möchtet. Oder irgendwelche Kräuter, wenn ihr das gerne mögt. Und hier habe ich mir vorbereitet 550er Mehl. Die werde ich durchsieben. Und dann auch natürlich die Dinkel-Vollkornmehl. Die siebe ich auch, dass das Mehl sich mit dem Luftwert bereichert. Das ist viel besser für den Teig. Vermische ein bisschen beide Sorten und gebe ich alles da rein. So, vorsichtig. So, und dann machen wir den Knetehaken rein und werde erstmal ungefähr so 2-3 Minuten auf die langsame Stufe rühren, bis das bisschen Mehl sich vermischt und danach auch genauso lange auf die schnelle Stufe. Ungefähr brauchen wir so 7-8 Minuten kneten. So, es sind jetzt fast 4 Minuten und da gebe ich noch gerne zum Schluss ungefähr so 2 Esslöffel Olivenöl. Und kneten wir dann auf die höchste Stufe. So, meine Lieben, es sind schon jetzt 8 Minuten. Da können wir schauen nach unserem Teig. Oh, ist der sehr gut. So schön elastisch. So, jetzt gebe ich nur in die Schüssel ein bisschen Öl erstmal auf meine Hand und hole den Teig und zeige euch. Aber ich möchte gerne auch den Schüssel mit dem Öl anreiben. Dann morgen geht der Teig besser raus. So sieht unser Teig jetzt aus. Können wir ihn auch noch ein bisschen kneten, so zu einem Kugel. Oh, schaut, sehr, sehr schön elastisch, wie eine Knete. Wunderbar. Schaut, er springt gleich hoch, ist genug geknetet worden. So legen wir jetzt in den Schüssel, Deckel drauf
und lass ihn jetzt hier über Nacht auf dem Tisch stehen. Mache jetzt nichts mehr. Sehen wir uns dann morgen früh und werden wir dann unser Brot schon backen. So, liebe Freunde, es ist jetzt 8 Uhr früh und das sind die jetzt 36 Stunden, wie unser Teig steht. Nur diesmal, mein Teig ist nicht so gut aufgegangen wie die letzte Woche sozusagen, der erste mein Testbrot. Deswegen werde ich ihn jetzt einmal durchkneten, so ziehen und falten und lasse ihn in einem warmen Stelle nochmal aufgehen. Mache die Hand in warmes Wasser und dann. Es geht, aber nicht genug. In meiner Küche ist knapp 20 Grad und das war wahrscheinlich etwas zu kalt für meinen Teig. Es kann man ihn jetzt auch in eine Gärformchen reinmachen, dass er dann aufgeht und dann können wir schon gleich backen. So, ich habe jetzt mir mein Körbchen gebastelt. Ich nehme einfach den Sieb, lege mein sauberes Tuch, was ich meistens immer für den Teig verwende und werde erstmal reichlich mit dem Mehl bestreuen. Dafür nehme ich Roggenmehl, weil Roggenmehl gibt auch schöne Kruste und wirklich schön reichlich, dass der Teig dann besser rausgehen kann. Lieber mehr als weniger. Und danach werden wir unseren Teig da reinlegen. Gebe ganz bisschen Mehl hier und mache einen vernünftigen Verschluss unten. Und dafür brauchen wir unbedingt Mehl unten. Schaut ihr, er fängt schon zu gehen wieder. Deswegen erstmal noch durchkneten, dass wir oben schön glatt haben. Und dann drunter und immer mit den Händen nach unten machen und auf die Arbeitsplatte schön schleifen. So, legen wir unseren Teig jetzt ins Körbchen. Besprühen nur ein bisschen Oberfläche, dass genug Feuchtigkeit hat, unser Teig. Aber mit warmem Wasser. Und dann decke ich erstmal mit Folie, wenn meine Folie von einer Seite etwas angefettet mit Öl und dann den Tuch. Und lasse jetzt meinen Teig an einem warmen Ort nochmal aufgehen lassen. So, bevor wir jetzt unseren Teig, unser Brot backen werden, es steht jetzt schon 1,5 Stunden und fängt hier schon platzen, geht es auf. Werden wir erstmal unsere Töpfchen in den Backofen stellen und mit diesem Töpfchen den Backofen auf 230 Grad vorheizen. So, den Topf ist jetzt vorgeheizt. Holen wir das raus, aber bitte vorsichtig. Den Backofen erstmal zu, so den Deckel ab und jetzt schauen wir erstmal nach unserem Teig. Ich denke, es ist ausreichend, weil er fängt schon zu toll hier platzen. Ich gebe erstmal ein bisschen Mehl obendrauf, weil ich möchte gerne den Teig umdrehen. Und dass er an dem Papier nicht klebt, lieber mit Mehl bestäuben. Und dann geht es so. Erstmal Papier obendrauf legen und dann umdrehen. Den Tuch entfernen und so sieht unser Brot aus. Einfach schön vorsichtig in den heißen Topf legen. Da hat er hier gleich so eine typische rustikalische Form. Trotzdem noch ein bisschen befeuchten. Deckel drauf und erstmal 30 Minuten bei 230 Grad backen. So, sind 30 Minuten vorbei? Möchte ich
zeigen, nach 30 Minuten nehmen wir Deckel ab und stellen wir jetzt ohne Deckel für noch weitere 20-30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze. Ich stelle jetzt meinen Backofen runter auf 200 Grad. So, die nächsten 20 Minuten sind vorbei. Schauen wir jetzt nach unserem Brot. Sind richtig. Und unbedingt ein Klopftest machen. Ich glaube, es könnte noch 5 Minuten einfach auf die Gitter nochmal nachgebacken werden. So, es sind 5 Minuten vorbei. Und jetzt holen wir unser Brot komplett raus zum Abkühlen. Schade, dass es mir heute wirklich sehr stark geplatzt. Klingt sehr gut. Jetzt kann man Brot wieder auch mit dem Wasser oder Milch ein bisschen einfeuchten. Danach mache ich ein Tuch und lasse ihn hier auf dem Gitter vollständig abkühlen. Und dann schneiden wir ihn ab. Und schauen wir, was wir heute bekommen haben. Brotbacken, es ist immer so eine Überraschung, was da rauskommt und wie es schmeckt. So, schauen wir nach unserem Brot. Könnt ihr natürlich noch weiter abkühlen, aber wir schauen schon mal, wie es aussieht. Schneide erstmal großzügig ab. So sieht er aus. Eigentlich sieht gut aus. Ist nicht großpürig, sondern feinpürig, aber sieht gut aus. Duftet auch sehr schön. Nicht sauer, absolut nicht sauer. Eigentlich so ganz schlecht unser Brot nicht geworden. Das Einzige ist, dass er hier so stark geplatzt und dass es dann natürlich schlecht die Scheiben schneiden. Naja, müssen wir durch. So, liebe Freunde, ich hoffe, es wird euch dieses Rezept gefallen und einer oder die andere wird ausprobieren. Heute mein Brot war fast 40 Stunden, bis das jetzt fertig ist. So, liebe Freunde, ich wünsche euch alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!